Hä, was soll das? Was soll das hier? Hä? Hä? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Indie-Game. Wir spielen heute Lair of Torment, Höhle der Qual. Ich bin sehr gespannt, denn es ist von den Machern von Welcome to Kowloon, nur ohne N4BA. Deswegen, wir schauen mal, was die Entwickler aufgestellt haben ohne N4BA, ob sie es auch hinbekommen haben, den Horror beizubehalten. Und ich würde sagen, Kamera mache ich weg und wir starten ein neues Spiel. Los geht's! WASD zum Laufen, Shift zum Rennen und Drücken zum Interagieren. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ab geht's in den Keller. Oder in die Höhle runter. Na, doch, ist eher Keller. Ein uraltes Artefakt, eine lebensspendende Statue. Es hat den Verstand meines Vaters übernommen. Er dreht durch und begann zu töten. Die Statue? Ich muss in den Keller gehen und ihn aufbrechen, um jemanden zu retten, der mir wichtig ist. Ist jetzt die Statue, hat die Statue jetzt Leute umgebracht oder wir oder der Opa? Ach so, sein Vater, nicht der Opa. Okay, wir haben das Kamera-Shaken drin. Das sieht ja meistens immer so ein bisschen aus bei den Games, als würde er so ein bisschen sehr dolle betrunken. Bei Welcome to Kowloon fand ich sehr, sehr störend. Hier geht's noch. Okay, wir müssen irgendwie da runter, das ist dieselbe Tür. Warum geht's hier so? Ist das ein Blumsklo? Mit elendig vielen Steckdosen? Okay, wir gehen mal hier weiter. Ja, ich drücke. Interagieren? Nein. Muss ich eine Jacke nehmen? Ach, da ist ein Schlüssel drin. Okay, dann haben wir jetzt aufgemacht. Und, nein, Galgenmännchen. Was? Warum? Muss ich jetzt Rätselraten spielen? Das macht doch gar keinen Sinn. Stehen auch keine Buchstaben drauf. Kann ich hiermit noch den Schlüssel aufmachen? Nein, auch nicht. Ich wieder zumach und nochmal aufmach. Warte mal. Aber es fühlt sich von der Mechanik her schon sehr an wie Welcome to Kowloon. Oh, ich mach das Kamera-Shaken doch mal aus. Die Ausfahrt nehmen wir noch nicht. Das wirkt nämlich wirklich, als wäre er die ganze Zeit dauerbetrunken und würde hier so rumschachen. Das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Okay, ich habe hier... Warum kann ich hier... Stopp. Okay, das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, woher ich das Kabel habe, aber... ich denke, wir müssen... eine Art Memory. Also die verbinden. Ich mache mal den ersten mit dem dritten von unten. Also das erste und da ins dritte. Okay, oh Gott, jetzt muss ich gucken. Was ist das für ein Rätsel? Dann nehmen wir den zweiten mit dem letzten. Okay, zweite mit dem letzten. Ja, es sieht so aus. Ich mache das kurz fertig, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da haben wir den letzten noch. Ist einmal hier hinten und der hier. Ich weiß nicht, wer sich das ausdenkt, den Strom so miteinander zu verbinden, aber hey, wer sind wir schon? Wer sind wir schon, dass wir uns ausdenken, dass so eine Bunkertür aufgeht? Bitte was? Bitte was? Warum? Halt, nein, aber was ist denn da? Warum? Okay, ich hinterfrag das nicht, ich wollte hier drücken, ich hätte gedacht, dass wir irgendwie damit... Ist das nicht losfahren? Nein, wie kann ich denn dann losfahren? Ach so, mit WASD. Das muss man erstmal drauf kommen. Hallo. Ich fahre hier einfach mal Achterbahnfahrt durch... wo auch immer lang. Ich hätte auch einfach die Tür nehmen können. Warum? Hallo! Oh, das sind so kleine Rätsel hier.
Aber das sind auch Assets, die sie wiederverwendet haben. Die Tür zum Beispiel erkenne ich wieder. Den hier auch. Meinen werten Kollegen auch die Wände. Okay, wir gucken einfach mal. Was haben wir hier? Wir haben Bryson, Liam, Lucas, Oliver, Lillian, James. James sieht ja richtig gesund aus. Leonardo, Abigail, Naomi und Audrey. Müssen wir... Ihr habt das jetzt... Alter! Dann hätte ich auch bei dir durchgehen können! Du Arsch! Aber was müssen wir denn machen? Müssen wir Leonardo finden? Leonardo DiCaprio. Ach, warte mal, wir haben hier wieder ein Tastenfeld. Halt, nein. Müssen wir... Ich glaube, wir müssen nach Alter gehen. Oh Gott. Was ist mit dieser schummrigen Beleuchtung? Danke. Danke, Spiel. Das ist jetzt noch schlimmer. Oder müssen wir hier die, was so Totengesichter haben? Weil denen ist ja richtig schwer herauszufinden, sind das jetzt junge oder sind das jetzt alte? Sind die schon so halb verrottet? Ich weiß es doch nicht. Okay, ich mach mal nach Alter. Ich suche hier mal ein bisschen raus. Obwohl, wir können es auch zusammen machen. Ich würde ja sagen, dass er hier vielleicht der Jüngste ist. Oliver? Das heißt, Oliver ist die 1. Dann vielleicht Lillian? Lillian oder Abigail? Oder er? Er hat schon einen Vollbart, aber das Gesicht oben sieht noch so relativ jung aus. Liam aber auch. Okay, nee, ich würde als nächstes erstmal Abigail machen. Dann Lillian. Dann... bei den beiden weiß ich nicht. Vielleicht doch erstmal Liam. Dann Bryson. Ich weiß es halt nicht. Er sieht halt trotz des toten Gesichts aber jünger aus als Lukas. Scheiße, auf, mache ich James erstmal. Die eigentlich auch, Naomi. Dann mache ich 9 Audrey und 10 ist Lukas. So, ich habe Leonardo einfach mal die 10 gegeben. Guck mal, ob das so hinhaut. Also, wir machen... Warte, wie kann ich das... Okay, zuerst hier. 1... Dann 2, 3, 4. Dann sehen wir schon, wo es richtig war. Okay, also war es 1 war richtig. 2 war richtig. 3 war richtig. Und das wäre jetzt die 4 gewesen. Das war falsch gewesen, die 2. Die 2. Also dann kommt nicht Liam. Dann entweder kommt doch erst Bryson oder Leonardo. Kann auch sein, dass Leonardo zuerst kommt. Wir brauchen erstmal... Probieren wir ihn hier. Nein. 20 Minuten später. Oh, okay, Kommando zurück. Die ersten waren nicht richtig. Sondern man kann immer nur 4 reindrücken. Oh Mann, ach komm schon. Dann müssen wir 4 andere finden. Das heißt, wir müssen die gar nicht sortieren. Ich hätte den ganzen Scheiß jetzt ersparen können. Dann würde ich vielleicht, weiß ich nicht, die alten und toten Köpfe. Also Lukas, machen wir mal kurz. Sie hier, das ist die alte Frau. Sie hier hat einen Totenschädel. James hat einen Totenschädel. Und Lukas ist der alte Mann. Das funktioniert auch nicht. Dann vielleicht die 4 Jungen. Oliver, Bryson, Liam und sie hier auch nicht. Wir haben noch Leonardo vielleicht. Irgendwas mit Leonardo. Totenmaske und Lukas. Okay, irgendwas übersehe ich hier wirklich gewaltig. Und es wäre... Lukas, warte mal, Lukas. Lukas ist durchgestrichen. Habe ich sonst noch Hinweise?
Ich rätsel mal ein bisschen rum. Wenn ich die Lösung habe, hole ich dich wieder dazu. Was ich hier jetzt gerade sehe, ich habe noch ein bisschen rumprobiert, ich habe es nicht rausgefunden, aber was ich hier jetzt gerade sehe, guck mal, Bryson hat ja was hier auf dem Bild. Da, so ein Streifen, ne? Und wenn man ganz genau hinguckt, hat Oliver auch so ein paar Flecken drauf. Und Abigail auch. Die hat sie auf dem Bild. Und theoretisch, also Leonardo, ich weiß nicht, ob das halt hier was drauf ist. Ne, man sieht das Bild halt nicht, ob das Bild deswegen schwarz ist. Oder es könnte auch James sein. Wobei ich hier nicht weiß, ist das sieht aus, ist das ein Loch oder sind das auch so Spritzer? Also würde ich mal die probieren noch. Also Bryson, Oliver und Abigail auf jeden Fall. Und dann mal durchprobieren, ob Leonardo oder James. Okay, wir sehen uns gleich. So, nein, das hat auch nicht funktioniert. Es tut mir leid, wo ich jetzt noch stundenlang rumrätsel, vielleicht gibt es irgendeine Lösung. Ich guck jetzt im Netz nach. So, es tut mir leid. Ich weiß wirklich nicht, wie man da drauf kommen soll, woran das liegt. Ich habe jetzt auch noch nicht probiert, ob es funktioniert. Aber was ich gefunden habe in dem anderen Video ist, Bryson waren wir gar nicht so verkehrt damit. Warum? Ich denke mal einfach wegen den Linien. Dann ist es Lucas. Gut, Lucas könnte ich mir auch noch erklären, weil er hier durchgestrichen ist. Oliver? Ja, vielleicht auch wegen den Flecken. Aber als letztes Naomi. Warum Naomi? Weil es eine Totenmaske hat, dann könnte es auch James sein. Der hat das auch. Ich verstehe es nicht. Okay, wir probieren das mal. Ich möchte jetzt stundenlang weiter an diesem Rätsel rumhantieren. Ja, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung warum. Die hier oben verstehe ich noch, aber warum Naomi? Ist mir wurscht, wir machen weiter. Lange noch mit diesem Rätsel verbracht. Ah, ich hab's hoffentlich für euch kurz zusammengeschnitten. Ist eine Uhr. Danke. Gar keine richtige Lust mehr auf das Spiel jetzt. Ach. Mai. März, Mai, August, November. Bestimmt auch wieder ein neues Rätsel. Ein Rätsel nach dem anderen. Jeden Raum zu kommen, aber ein neues Rätsel. Finde ich ein bisschen zu rätsellastig schon. Okay, wir haben den 03, 05, 08, 11. Ich mag ja Rätselspiele eigentlich. Aber nicht, wenn die so kurz hintereinander kommen. Wie hier jetzt. Wir sind gerade hier durch und müssen das nächste Rätsel machen. Wir haben nicht mehr eine Taschenlampe. Hallo. So, wir haben nicht mal eine Taschenlampe, damit wir hier irgendwie was einstellen können. Okay, danke. So mag ich das, dann kann es gern von alleine aufgehen. Danke. Tschüss. Tschüss. Oh nein. Blau und grün. Rot plus gelb. Und blau minus grün. Wirklich? Muss man sich auch noch mit Farbenlehre auskennen. Okay, blau minus grün müsste gelb sein. Und rot plus gelb ist... Ist das grün? Nein, nein, nein. Ach, blöd. Nein, ist nicht grün. Ist orange. Okay. Okay, wir haben das jetzt aufgeschrieben. Vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Spiel, kack nicht ab. Die Ketten waren jetzt für einen kurzen Moment zu starr. Was? Blau plus braun. Blau plus braun. Was ergibt das? Was ergibt blau plus braun? Ist das lila? Ehrlicherweise, ich weiß es gerade nicht. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Klopf nicht. Obwohl, wir haben selbst noch nicht geklopft. Hallo. Sehr viel Tuch. Und nochmal sehr viel Tuch. Rot minus blau. Wie viel denn noch? Rot minus blau. Okay. Und sie sind gleich tot. Ich? Sie mit sehr viele oder sie mit wir? Und lila plus grün. Aha.
Das ist ein Safe, okay. Oh Gott, was? Was? Wie kann ich denn hier... Ja, was soll ich da... Warte mal, was soll ich damit machen? Das ist... Was ist das? Ist das orange? Gelb? Was ist das, was es... Was? Was hatten wir? Wir hatten blau minus grün wäre gelb. Das Ding ist nur... Ist das jetzt gelb? Und das muss ich jetzt... Weißt du was? Ich probiere es jetzt erst einmal ganz provisorisch, so wie es da reingehört, reinzumachen. So. Ja, so. Ich weiß nicht, wo ich die Sicherung in hier habe. Aber guck mal, das sind die richtigen Farben. Oh Mann. Na gut. Dann müssen wir mal gucken. Ich kann nur austauschen. Schwarz. Ich glaube, blau plus braun ist schwarz. Okay, blau minus grün. Ist das dann die Reihenfolge? Wahrscheinlich, oder? Das heißt, erst gelb. Weil auch kein Orange. Rot minus blau. Ist das grün? Ist das grün? Und lila plus... Ich habe keine Ahnung, was lila plus grün sein soll. Wisst ihr was? Ich guck mal kurz nach. 1:37 später. Okay, wir haben eins übersehen. Rot minus rot. Weiß ich nicht. Wäre dann weiß, schwarz? Wahrscheinlich schwarz. Rot minus rot. Okay, ich habe jetzt nochmal so geguckt. Wir können nochmal alles abändern ein bisschen. Wir hatten ja... das hatte ich mich vorhin vertan. Wir hatten ja angefangen mit rot plus gelb. So, rot plus gelb ist eigentlich eine Art orange. So eine Art orange haben wir gar nicht. Deswegen würde ich hier jetzt einfach mal das rote nehmen als Nummer 1. Dann hatten wir als nächstes blau minus grün. Das musste ich tatsächlich nachgucken. Blau minus grün ist wohl anscheinend lila. So, dann haben wir blau plus braun. Hätte ich gedacht schwarz, aber wenn rot minus rot schwarz ist, würde ich vielleicht das braune nehmen. Das heißt einfach nur dunkleres braunes. So. Dann haben wir rot minus blau ist gelb, nehme ich an. So, dann haben wir... Ja, ich rätsel dein scheiß Rätsel. Lass mich in Ruhe dabei. So, was haben wir dann? Wir haben lila plus grün. Das müsste blau sein. Lila plus grün ist dann blau. Das heißt, das Blau kommt hier hin. Und dann haben wir rot minus rot. Müsste doch schwarz sein. Ist das jetzt nicht? Wir haben rot, lila, braun, gelb, blau und schwarz. Lass mich verarschen, was soll denn rot, rot minus rot sein? Oder ist dann doch braun lieber schwarz? Was? Warte mal, was? Wie? Warum ist das jetzt... Ach nein, ich... Oh Gott, ich... Ich glaube, ich hätte die Plus-Sachen einfach gar nicht so nehmen müssen, oder? Rot plus gelb. Also, gelb ist hinten und dann plus das rote. Blau plus braun. Oh Gott, ey.
Und lila plus grün. Ja, toll. Was soll denn das Minus aber? Warte mal, blau minus grün. Das ist dann lila, weil das, die Häkchen ausrechnen. Also die roten muss ich ausrechnen, wobei ja schwarze auch nicht unbedingt passt. Das letzte war ja rot minus rot. Ich verstehe es. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Rätsel hier nicht so wirklich. Nicht so ganz. Arschloch! Ist mir auch wurscht, ich will einfach nur noch weitermachen. Wir müssen in diesen Keller rein, aber was habe ich denn jetzt? Ach, ich habe den Safe aufgemacht. Schlüssel, danke. Kann ich jetzt? Auch nicht? Muss ich wieder ganz zum Anfang? Hier. Rennen wir halt hier wieder durch. Mach doch mal auf. Oh, hallo. Ich weiß noch nicht, für was wir das hier noch brauchen. Ich sehe hier nichts. Okay. So weh, ich muss nicht. Nein, ich muss nicht ganz. Wofür ist denn der Schlüssel? Was krieg ich denn den Schlüssel, den ich in der Tür nicht einsetze? Das Spiel ist ja jetzt wieder irgendwo hingerannt. Hier habe ich noch eine Tür. Nein. Nee, ich weiß nicht. Also Jumpscares sind okay. Die Rätsel sind mies. Und da weiß halt einfach nicht, was weiter geht. Also da sieht man mal, das waren vier Entwickler bei Welcome to Kowloon. Oh, hier sind es drei Entwickler ohne N4BA. Und ich glaube wirklich, N4BA hat es ein bisschen zusammengehalten. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch gerade so, ich meine, das dritte Spiel, das ich heute aufnehme. Vielleicht bin ich auch ein bisschen durch schon. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ob ich hier gerade wirklich auf hohem Niveau mecker. Oder ob ihr euch auch denkt, so, hä, was soll das? Was soll das hier? Hä? Hä? Ich bin gespannt und ich suche jetzt nach hier. Das war doch gerade noch nicht. Bin ich wirklich dran vorbeigelaufen? Bin ich hier wirklich gerade dran vorbeigelaufen? Oliver! Warum ist es jetzt durchgestrichen? Warum ist jetzt Oliver durchgestrichen? Jetzt brauche ich es nicht mehr. Oktober, 31. Oktober. 24. Februar. Du Blödmann! Oh! Schau wieder das nächste Rätsel. Ich hab die Schnauze voll von Rätseln. Wirklich. Warum leuchtet das so? Okay, wir müssen, was hat man? März. Wir müssen März finden. 10. Mai. 1. November. Ich kann ja schon mal hinschreiben. 10. Mai. Dieser Sound ist auch so drückend. Ist das für euch? Ist für euch wahrscheinlich auch zu hoch. Ich hab's bestimmt runtergeregelt. So, und der 1. November. Das ist für mich auf jeden Fall mal kurz leiser machen. So. Admia 21 kenne ich nicht. 24. Februar, 8. Juli, 31. Oktober, 31. Juli. 7. März. Okay. Fehlt nur noch der August. Ach, das sind die Entwickler. Notex, Admia und mal gucken, ob wir den letzten noch finden. N4BA war ja bestimmt nicht dran beteiligt. Das hätte ich gesehen, wenn. 4. August. Hier ist der letzte. Eiska. 4. August. Zumindest bei Steam wird N4BA nicht mit benannt. Wenn, dann wäre das wirklich ein schlechtes Zeichen. Okay, ich hab jetzt die Dinger. Ich hab den. Achso, die hätte ich vielleicht andrücken müssen, oder? In der Reihenfolge. Wir haben den 7.
7. März, guck mal hinten drauf. Da ist nichts. Dann. Ach, die haben ihre Logos hinten drauf. Der 10. Mai, den habe ich hier gesehen. Auch nichts hinten drauf. Ich habe nicht in Reihenfolge, ob das wirklich das Spiel checkt. Trotzdem mal alle mal an. Notex hat nichts hinten drauf. Okay. Wo ist N4BA? Auch nichts drauf. Der hier? Auch nicht. 4. August. Und der 1.11. Nee. Was hat die eigentlich, was hat die eigentlich gescheppert? Das Brett, was da umgeflogen ist? Okay, ich pack nochmal alle an, in der richtigen Reihenfolge. So, 7. März. 10. Mai. Dann war's der 4. August. Und der 1. November. Nichts. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Ich habe das gesehen. Ach, das ist die Statue, die da steht. Vielleicht müssen wir auch jetzt wieder zu dem Zettel von der Tür da vorne. Oder hier kommt jetzt irgendwo die Tür vielleicht. Nein. Ich denke, dass es irgendwo noch ein Zahlenschloss ist. Bin ich das? Das war doch die Tür hier. Okay, dann mal ein bisschen schneller auf. Hier. Ja, aber was mache ich denn jetzt damit? Was ist denn das hier schon? Was ist denn das hier schon wieder? Krieg ich ein Achievement dafür? Nö. Ich weiß nicht. Muss ich jetzt irgendwas anmachen? Die 1. Die 4. Die 7. Warte. Das 5, 6, 7. Die 10. So. 2 Stunden später. Ja, manchmal kann man sich auch ein eigenes Bein stellen. Weil so ganz verkehrt war das hier gar nicht. Ich habe jetzt auch im Netz wieder nachgeguckt. Mir ist es wirklich keine Lust mehr, so richtig lange rumzurätseln. Ich habe es einfach nur verkehrt rum, weil ich hätte einfach nicht alle ausmachen sollen am Anfang. Ich hätte sie einfach anlassen sollen. Oh Mann, und jetzt in der richtigen Reihenfolge. Mensch, einfach diejenigen ausmachen. 7, 10, 4, 1. Oh Mann, oh, echt. Ja. Eigene Beine gestellt. Aber wir waren zumindest nah dran. Wir haben es nur selbst versaut. Okay, ich hoffe, es ist auch langsam zu Ende. Eigentlich habe ich gesehen, dass das Spiel sollte eigentlich nur eine halbe Stunde gehen. Wir sitzen jetzt schon 50 Minuten dran. Oh, das wird eine Schnittpartie. So, sind wir jetzt aber. Geh ja weg! Ich hab genug von dir, du hast mir genug Scheißrätsel gestellt. So, wir sind jetzt da. Kann ich die Lampe mitnehmen, damit ich ein bisschen Licht mal endlich hab? Auf jeden Fall der Keller. Ein bisschen schneller jetzt. Kann ich den überhaupt aufhalten? Die Statue, wie mache ich das? Indem ich die Kellertür abschließe. Oder muss ich dem jetzt einfach nur einen Sack drüber stülpen? Oder werde ich jetzt selbst zum Teil dieser Statue? Je, wer wohnt denn so? Wenn es bei ihm zu Hause ist im Keller, dann wundert mich hier gar nichts mehr, warum die verrückt werden und Leute umbringen. Wirklich. Ist jetzt auch, ich bin wegen der Statue hier? Aber interessiert mich jetzt eine Scheiße, ich gehe jetzt hier hinten lang, oder was? Wirklich? Oh Mann. Ich habe wirklich einiges von diesem Spiel erwartet, muss ich zugeben. Bisher wurde ich. Die Jumpscares sind gut, ja, aber der Rest hat mich jetzt nicht so überzeugt. Die Rätsel, natürlich, die Rätsel sind schwierig.
Ist ja eigentlich auch gar nicht verkehrt, wenn so ein Rätsel schwierig ist oder ein bisschen braucht, aber in der Masse und in der teilweise für mich doch recht unlogischen Reihenfolge, zumindest das Farbenrätsel war scheiße und auch das mit den Bildern wusste ich auch nicht. Wenn man da vielleicht irgendwie noch einen Hinweis gegeben hätte, was man da, das war ja noch ein scheiß Ventil, was man da irgendwie genau drauf achten muss, warum zum Beispiel war es, ich weiß nicht mehr, wer das war, Abigail? Warum war es Abigail und nicht, nee, warum war es nicht Abigail? Die hatte zumindest diese Flecken drauf gehabt. Naja. So, wo kam ich denn jetzt her? Hier habe ich einen Schalter. Keine Ahnung, was der macht. Wir drücken einfach mal. Ist ja eh hier alles ein bisschen Rätselraten. Hi. Das sind so NVBA-Likes. Das stimmt. Jetzt geht's hier plötzlich weiter. Bin ich denn hier überhaupt schon fertig? Jetzt ist hier eine Alpha-Wand. Warum ist da jetzt eine Alpha-Wand? Warte mal. Jetzt ist hier wieder zu, oder? Ja, jetzt ist da wieder zu. Jetzt ist da eine Alpha-Wand. Ich gehe nochmal zurück. Wir haben jetzt zumindest, guck mal, wir haben nämlich was aufgedreht. Da haben wir noch gar nicht hingeguckt. Willst du mich verarschen, dass ich da nicht durchkomme? Dass ich da nicht, da komme ich doch locker durch. Okay, wir müssen also. Ich bin ja schon froh, dass wir ein bisschen rennen können. Wäre doch schlimm gewesen, wenn sie das noch rausgenommen hätten. Okay, dann machen wir hier nochmal. Bumm. Gehen wir um Rotlicht weiter. Wir müssen noch ein Ventil, oder vielleicht sogar mehrere Ventile finden. Auf jeden Fall müssen wir nochmal zurück mit einem Ventil. Ich dachte, da liegt jetzt was. Hier vielleicht irgendwo in einem Regal? Hier. Ich habe das Gefühl, ich kenne die Regale irgendwo her. Diesen Raum. Aus einem anderen Spiel. Kann mich aber auch irren. Dann gehen wir wieder zurück. Ist Licht wieder umschalten. Hi. Du siehst schon ein bisschen creepy aus, vor allem wie du da rumläufst. Bist schon. Ist das die Statue? Ist das die lebendig gewordene Statue, die da so rumläuft? Oder ist das der Schlechter? Sie haben auf jeden Fall recht. Es ist die Höhle oder der Keller der Qualen hier. Rätselqualen, was ich hier erleiden muss. Wenn man es so betrachtet, dann stimmt das ja sogar. Haben sie das abgeliefert, wie das Spiel heißt. So, hier rum. Ich weiß nicht, warum wir uns von der Statue jetzt entfernen. Achso, ich brauche den Hammer, um die Statue kaputt zu machen. Und die guckt nach mir oder die greift nach mir, aber ich kann hier nicht durch. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Aber ich bin mir sicher, wir kommen nicht dazu, die Statue zu zerstören. Irgendwas wird uns jetzt kurz davor aufhalten. Schon wieder so nach uns kommt. Nein, ich kann die kaputt machen. Mich hat niemand aufgehalten. Habe ich jetzt unseren Großvater, nee, unseren Vater befreit? Ah, ich komme eine Ebene weiter runter. Und jetzt wäre ich zur Statue? Ernsthaft? Ich muss mich jetzt selbst... Nein, kann ich nicht einfach wieder nach oben gehen? Geh einfach wieder zurück. Jetzt? Soll ich jetzt? Oder muss ich? Creepy! Oh! Ja, sowas! Aber komm, wir haben ihn erwischt. Im Flug haben wir ihn erwischt. Oh Gott. Nein, warum soll ich jetzt die Maske aufsetzen? Mach das doch nicht. Ich bin fertig mit diesem Spiel. Ich
bin eindeutig fertig mit diesem Spiel. Nö. Oh Gott. Die Jumpscares waren wirklich gut, aber die Rätsel, ich weiß nicht, ob ich es noch sagen soll. Die Rätsel! Nein. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Ich finde, mehr vor N4BA hätte dem Spiel gut getan, oder weniger Rätsel zumindest. Sonst, wenn ihr mehr Lust habt auf mehr Spiele, auf mehr rabiaten Content, dann findet ihr hier drüben ein paar Infos, Verlinkungen zu anderen Videos. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in den nächsten Let's Play wiedersehen. Bis dahin, ciao!